Ja, die A7 IV von Sony ist eine großartige Videokamera. Es ist meine Hauptkamera, die da vorne ist aktuell, die A7 IV. Ja, ich habe mehrere A7 und ich kenne die seit x Jahren in- und auswendig, aber die IVer ist jetzt wirklich die perfekte Videokamera für fast alle. Und die IIIer war damals die perfekte Fotokamera für fast alle und die IVer ist großartig. Und ich werde immer wieder gefragt, Raphael, wie machst du das? Wir wissen, du nutzt diese A7 Kameras, wie richtest du die denn ein? Gerade neulich hat wieder ein guter Kollege gefragt, zwinker, zwinker, ob ich ihm das nicht mal zeigen könne. Dachte ich, komm, ich mache einfach ein Video. Also, wir richten zusammen eine neue A7 IV ein. Los geht's. Hier ist das Siegelkleberli. Ist sie schon mal. Was sonst noch in der Box? Da haben wir glaube alles. So. Stromkabel sind noch dabei fürs Netzteil oder fürs Ladenetzteil oder sowas. Genau, und großes Pfui wie immer für altes USB, aber das soll heute kein Thema sein. Die Bändel da, die braucht man eh nie. Weg. Wichtig ist jeweils der Akku und da darf man nicht erschrecken, die sind in der Regel leer. Darum habe ich, alter Profi, einen vollen Akku mitgebracht für dieses Video. Wir nehmen jetzt den vollen und legen den anderen zur Seite. Kommt auch schon die Kamera. Altbewährtes Design. Akku rein. Wir machen jetzt noch ein Objektiv drauf, dass wir es ein bisschen einfacher einrichten können. Ich habe hier das preiswerte 24er dabei. Das nutze ich für unterwegs, ist es großartig. Schutzdeckel weg. Und einsatzbereit. So. Dann wollen wir uns mal an die Menüs und Einstellungen wagen. Wichtigster Tipp vorab, ich würde die Sony-Kameras immer auf Englisch lassen und nicht auf Deutsch einstellen. Weil auf Englisch hat offensichtlich nochmal jemand drüber geguckt und geschaut, dass die Umbrüche verständlich sind. Auf Deutsch ist es ein bisschen ein Gemurks und man weiß nicht so recht was. Und wenn man mal irgendwo unsicher ist und YouTube-Videos gucken möchte, weil sind ja praktisch alle in Englisch, findet man auch sofort, was man möchte. Also ich lasse die jetzt in Englisch. Jetzt könnte man es mit dem Handy verbinden, aber das überhüpfen wir. Can be connected later, ja, das wissen wir. Area and date, Paris, Tag, Monat, Jahr. Heute ist der 9.12.23 und die Zeit, es ist 12.30 Uhr. Und schon haben wir es. Natürlich nicht. Jetzt geht es erst richtig los. Also, wie mache ich es? Es gibt natürlich ganz viele Varianten, wie man das machen kann. Ich zeige euch einfach, wie ich die Kameras jeweils einrichte. Wir gehen ins Menü. Als erstes, ich fotografiere übrigens nie in JPEG, immer in HIV. In 422 HIVs, das machen wir auch noch schnell. Aber jetzt wollen wir ja Video, hat Raphael gesagt. Also man muss da unten beim Drehrad, muss man erstmal auf Video drehen. Zup, kommt die Kamera. Jetzt sind wir in den Videoeinstellungen. Jetzt geht's richtig los. Fileformat, ich nehme immer das S4K, zack. Movie Settings hätte ich gerne 24 Frames pro Sekunde. Das ist immer ein bisschen Geschmackssache. Manche wollen 30, 25, ich habe am liebsten 24. Und das gibt's hier nicht. Also müssen wir wieder zurück, da unten, Area Setting und wir müssen da NTSC PAL switchen. Enter. Das geht inzwischen auch viel schneller. Früher musste man da jeweils warten, bis die Kamera neu gestartet hat. Inzwischen geht es ziemlich schnell.
So, das hätten wir schon mal geschafft. Image Quality, Movie Settings. Und jetzt haben wir 24p, das nehmen wir. Qualität nehmen wir jetzt mal das Maximum. Zack. Dann kommen die kleinen Gemeinheiten, die man im Auge behalten muss. Apropos Auge, da müssen wir erstmal auf Autofokus. Face, Gesichtsautofokus. Und hier gibt es die Funktion Face Eye Frame Display. Das muss man unbedingt einschalten, das ist ganz wichtig. Das ist nämlich, wenn ich mich jetzt hier angucke im Kontrollmonitor, sehe ich ein weißes Quadrätchen auf meinem Auge. So weiß ich immer, dass er auf mein Auge scharf stellt. Das aktiviert diese Funktion, dieses kleine Quadrätchen. Das ist einer der besten Geheimtipps. Unbedingt aktivieren. Face Eye Frame Display heißt es auf Englisch. Unbedingt einschalten. Dann der nächste Geheimtipp. Bei Audio Recording, wenn man nämlich Livestreams macht und den Ton direkt in die Kamera haben möchte, muss man hier höllisch aufpassen. Die ist nämlich standardmäßig auf Live. Das bedeutet, das Videobild geht sofort raus und der Ton kommt einfach hinterher oder umgekehrt. Einfach was schneller ist, ist halt schneller. Wenn man beides gleichzeitig haben möchte, muss man hier unbedingt auf Lip Sync. Da habe ich mal einen halben Morgen vertrödelt, um diese Funktion zu finden. Ja. So ist es lippensynchron und das ermöglicht mir meine Livestreams. Weil ich habe hier ein Mikrofon, was den Ton direkt in die Sony spielt und ich habe da neulich ein Video gemacht, wo ich zeige, wie das mit den Mikrofonen funktioniert und Lip-Sync ist elementar dazu. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir noch eine Funktion suchen, die ist unter Record Display Option. Wo ist sie schon wieder versteckt? Seht ihr, ich weiß auch nicht alles immer genau auswendig. Nein, es muss da sein. Ah, Shooting Display heißt genau, nicht Recording Display. Da gibt es die Funktion Emphasized Rec Display. Auch einschalten. Das gibt nämlich einen roten Rahmen ums Display rum, wenn man filmt. Sonst hat man nur immer dieses kleine Rec, was man übersehen kann und mir ist auch schon passiert, dass ich ein Video aufgenommen habe und es hat gar nicht aufgenommen. Mit diesem roten Balken sieht man immer von 100 Metern, ich sehe es jetzt auch problemlos. Es nimmt auf. Also unbedingt Emphasized Rec Display einschalten. Und jetzt haben wir die Basics. Jetzt kommt aber der Geheimtrick. Jetzt müssen wir nämlich noch Verschlusszeit und Blende und solche Sachen machen. Dazu gehen wir. Hier oben sind wir momentan in P, wir gehen in M. Weil bei Video möchte man fast alles selber machen. Ich mache nicht ganz alles selber. Weil wir ja 24 Bilder pro Sekunde haben, machen wir die Verschlusszeit. Da drehen wir einfach an dem Rad, bis wir 50 haben. Weil die muss immer das Doppelte sein. Wenn man jetzt 30 Frames pro Sekunde filmen würde, müsste es 60 sein und so weiter und so fort. 50 haben wir. Blende möchte ich auf 2,8, aber das kann ich hier vorne verstellen. So. Und das hätten wir. Jetzt drücken wir noch auf den FN-Knopf, um zu gucken. Focus Area ist auf weit, das ist sehr gut. Ja, und jetzt sieht es gut aus. Jetzt haben wir alles, jetzt könnten wir sofort loslegen und das Video sähe absolut identisch aus mit dem Video, was wir jetzt machen, abgesehen davon, dass hier ein anderes Objektiv ist. Das Problem ist aber, wenn man mal etwas verstellt und die Sachen verliert, darum kommt noch der letzte Trick. Man kann Einstellungen, wie wir sie jetzt gemacht haben, speichern. Und das machen wir. Also, oh doch, etwas müssen wir noch ein bisschen anpassen. Ich mache jeweils bei der Belichtung ein kleines Plus 0,3 noch rein. Macht alles ein bisschen heller und fröhlicher. Das gefällt mir. Und jetzt sind wir stark. Jetzt können wir das speichern. Müssen wir wieder in Menü. Shooting Mode. Camera Set Memory. 1 auswählen, OK drücken und gespeichert. Und das Coole ist jetzt, immer wenn wir auch hier oben auf 1 drehen, kriegen wir genau diese Einstellungen. Und wir können jetzt noch was anpassen, weil ich glaube, ich habe was übersehen, was nämlich noch wichtig ist, die Stabilisierung.
Genau, wenn ich die Kamera fix habe, brauche ich keine Stabilisierung. Schalten wir die aus. Zack, gehen wir wieder in Menü, Kamera Set Memory. Und das ist jetzt großartig. Jetzt haben wir wirklich eine Variante, die, wenn man die Kamera fix auf dem Stativ hat, super ist. Aber was, wenn man unterwegs ist und Stabilisierung möchte? Machen wir noch eine Variante, damit drücken wir wieder FN. Diesmal machen wir sogar Active rein, das ist die ganz starke Stabilisierung. Und die speichern wir auch. Kamera Set Memory und 2. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie es funktioniert. Wir drücken FN und gehen in Modus 2. Seht ihr, jetzt ist auf Aktiv. Jetzt gehen wir in Modus 1, drücken FN und die Stabilisierung ist off. Egal wie ich die Kamera verpfusche, verdrehe, ich muss einfach immer 1, 2, 1, 2, habe ich die wichtigsten Modi schon mal zusammen. Natürlich kann man hier hinten noch alle Knöpfe belegen, wie man sie gerne hätte. Ich habe hier beispielsweise auf C3 den Augenautofokus, dass ich den ausschalten kann und solche Sachen. Aber das führt jetzt alles schon viel zu weit und ist auch sehr, sehr subjektiv. Aber das sind die wichtigsten Einstellungen. So habe ich meine A7 IV programmiert und so kann ich es wirklich nur empfehlen. So kann praktisch nichts mehr schiefgehen. Falls ihr trotzdem Fragen habt, immer her damit. Ich helfe gerne und finde sie auch spannend, weil ich lerne ja auch immer wieder was. Und vielleicht habt ihr ja sogar bessere Tricks. Also immer her damit. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, Raffel hat gar nicht mit LUTs und Flat-Profilen und Farbprofilen und solchen Sachen gemacht. Nein, mache ich nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Ich kann es auch viel zu schlechter. Farbengrading und solche Sachen. Das soll doch bitte die Kamera machen und sie macht es ja gut. Ich bin mehr als zufrieden damit. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Darum mache ich das nicht. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.